Willkommen zu diesem Video und heute zeige ich dir, wie du einzelne Wimpern selbst aufkleben kannst. Nachdem ich immer öfter gefragt worden bin, wo ich meine Wimpern habe kleben lassen, dachte ich mir, es ist Zeit für ein Tutorial. Ich selbst bevorzuge aufgeklebte Wimpern im Gegensatz zu Wimperntusche, da ich Kontaktlinsenträgerin bin und oft das Problem hatte, dass mir Wimperntusche ins Auge kam. Wichtig beim Wimpernkleber ist, dass du dir auf jeden Fall die Warnhinweise durchliest. Jetzt kommen wir aber erstmal dazu, was du alles benötigst. Für das perfekte Ergebnis brauchst du auf jeden Fall einen Handspiegel, denn der Winkel beim Aufkleben ist extrem wichtig. Ich verwende diese zwei Kleber. Der rechte Kleber ist anfangs weiß und wird dann durchsichtig und der linke Kleber ist ein schwarzer Kleber. Diesen würde ich allerdings erst nehmen, wenn du etwas geübt bist. Ich bevorzuge den weißen Kleber, denn er zeigt dir ganz genau an, wo bereits Wimpern kleben. Ich verwende meine Wimpern meistens von der Marke Kiss. Alle anderen sind aber auch vollkommen in Ordnung. Auch sehr wichtig ist eine gute Pinzette und ein kleines Bürstchen. Bevor du also anfängst, dir die Wimpern zu kleben, solltest du deine Augen erst einmal von allem Make-up befreien und mit dem Bürstchen durchkämmen. Denn falls du noch Reste von Wimperntusche in den Wimpern hast, kann dir das hier passieren. Ich zeige dir jetzt in diesem Tutorial zwei Techniken. Die eine Technik wird sein, dass die Wimpern schön spitz verlaufen und die andere wird eher natürlicher aussehen. Wir fangen zuerst mit der Cat-Eye-Methode an. Dafür nimmst du als erstes einmal eine kurze Wimper. Diese Wimper klebst du dir an den Wimpernkranz ins Augeninnere. Wichtig beim Aufkleben ist, dass ihr ein ruhiges Händchen habt. Und glaubt mir, das kommt mit der Zeit. Wenn die Pinzette sauber und klebefrei ist, was wichtig ist, könnt ihr die Wimper einfach auf euren Wimpernkranz legen. Den Spiegel solltet ihr weit nach oben halten, denn so habt ihr einen perfekten Blick auf euren Wimpernkranz. Anschließend justiert ihr sie einfach ein bisschen und dann habt ihr die erste Wimper schon geschafft. Diese Seite des Auges, also die Cat-Eye-Technik, wird als erstes nur mit kurzen Wimpern beklebt. Das Zwischenergebnis sollte dann so aussehen. Für diese Wimperntechnik benutze ich für ein Auge 7 kurze Wimpernteile. Das kann bei dir mehr oder weniger sein, je nachdem wie groß dein Auge ist. Sind die kurzen Teile alle draufgeklebt und euer Wimpernkranz ist voll mit kurzen Wimpernteilen, nehmt ihr euch eine mittlere Wimper. Diese klebt ihr am Ende des Auges auf. Anschließend nehmt ihr zwei weitere kurze Wimpern und klebt sie neben die andere mittlere Wimper. Falls ihr den Cat-Eye-Effekt noch mehr verstärken wollt, könnt ihr dafür auch eine lange Wimper benutzen. Falls du dein Auge schließt und merkst, dass Einzelwimpern nicht im Wimpernkranz sind, kannst du diese vorsichtig runterschieben. Falls du später noch ein paar Lücken wahrnimmst, die du füllen möchtest, kannst du das gerne noch im Nachhinein machen. Nach ungefähr 10 Minuten verschwindet die weiße Farbe und es wird alles durchsichtig. Jetzt kommen wir zur zweiten Technik. Auf diese Technik wurde ich sehr oft angesprochen, weil sie den meisten sehr gefallen hat. Sie wirkt natürlicher, da sie nicht so spitz zuläuft und ich zeige dir jetzt, wie du das Ganze aufklebst. Du fängst also wieder mit einer kurzen Wimper an und klebst diese am Wimpernkranz des Augeninneres auf. Die zweite kurze Wimper kommt in die Mitte des Wimpernkranzes. Und die letzte kurze Wimper kommt an den äußeren Wimpernrand. Du klebst also diese drei Teile so, dass zwischen diesen Teilen noch perfekt Platz ist für zwei oder eine andere Wimper. Das ganze Ergebnis sollte dann so aussehen. Anschließend nimmst du mittellange Wimpern. Mit diesen füllst du jetzt die Lücken aus. Mittlerweile brauche ich pro Auge ca. 3 Minuten. Den letzten Schritt, den du beachten solltest, ist, dass du die unteren von den oberen Wimpern am Wimpernaußenrand entfernst. Das machst du einfach mit der Pinzette, indem du einfach ganz leicht einmal durch die Wimpern gehst. Bei mir halten die Wimpern meistens ganze 7 Tage. Wie gut die Wimpern halten, siehst du hier in diesem Video. Ich war surfen und hatte diese Wimpern dran und selbst nachdem mir das Wasser 1000-mal ins Gesicht geklatscht ist, haben die Wimpern noch wunderbar gehalten. Allerdings habe ich nach dem Surfen meine Wimpern auch entfernt. Wie lange du diese Wimpern drauflassen kannst, wie du sie entfernst und alle Informationen zur Hygiene findest du unten in der Beschreibung. Lies dir das auf jeden Fall durch. Ich hoffe, dir hat das Tutorial gefallen. Das war mein erstes Tutorial dieser Art und ich bin immer offen für Verbesserungsvorschläge. Schreib mir diese gerne in die Kommentare und weitere Tutorials, die du dir wünschst. Falls du das Ganze gerne nachmachen möchtest, kannst du mich gerne auf meinen Instagram-Account verlinken. Falls du Fragen hast, schreib sie hier gerne in die Kommentare. Und lass auch gerne einen Daumen nach oben da. Vielen Dank und viel Spaß mit dem Tutorial. Wünsche deine Jasmin.